Aquarienfreunde, hier ist Matteo mit Garnelenleben. Heute geht es ums Thema Garnelenfutter. Was ist das richtige Futter für Garnelen? Um das zu beantworten, müssten wir wirklich uns anschauen, was die Garnelen so in der natürlichen Umgebung so fressen, in Flüssen, in Seen. Ja, also Laub ist da sehr stark vorhanden. Es gibt auch gut Aas, ja, in so großen Flüssen gibt es auch Aas, also Fleisch ist da auch sehr zu haben. Aber vor allen Dingen Grünzeug, Laub, Gras, das sind so Wasserfeld, auch Obst und Gemüse. Also gerne mal einen Apfel reinwerfen. Ich habe jetzt Spinat verfüttert heute, das werdet ihr sehen, das seht ihr im Hintergrund. Was ich euch sagen wollte, was ich mit diesem Video mitteilen wollte, ist, dass ihr euren Garnelen wirklich eine Abwechslung bieten müsst. Ja, wir füttern hier in unserer Anlage große verschiedene Mengen an Futter, auch an Markenfutter, wie Shrimp King oder ja, weiter werde ich jetzt darauf nicht eingehen. Auf jeden Fall ist es auch wichtig, ein bisschen Gemüse zu füttern. Ja, wir haben heute Spinat gefüttert und also immer eine kleine Abwechslung reinzulegen. Es ist wirklich sehr zu beachten, also sehr sich dran zu halten. Es ist ja auch für euch selbst, wenn ihr selber was zum Essen macht, ist ja auch nicht jeden Tag das Gleiche, sondern habt ihr auch immer eine Abwechslung. Und so ist es wirklich auch wichtig, dass ihr den Garnelen eine Abwechslung gibt. Also das würde ich euch ans Herz legen. Und wenn ihr wirklich eine Frage habt oder wenn ihr wirklich eine Anregung auf dem Video habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke sehr.